Hallöchen Leute, ja, ich habe die Zeit ein bisschen im Auge behalten und wir haben jetzt den letzten Tag, aber die Zeit ist so perfekt, dass wir jetzt wieder rein können. Und was hast du denn? Hä? Du. Ich bin. Ja. Aber ich, wozu soll das gut sein? Ich kann mich an nichts erinnern. Romani ist Mädchen vom Lande. Wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja, das Notizbuch habe ich leider viel zu spät geholt. Tut mir leid, Leute. Sonst hätten wir da viel mehr später drin. Aber hier ist irgendwo eine Kuh, oder nicht? Hatten wir nicht eine Kuh hier? Oh, es tut mir leid. Ich bin ein wenig abgewesen. Meine Schwester, sie... Was sollen wir nur tun? Unsere wertvolle Kühe. Hätte ich doch nur Romanes Geschichten Glauben geschenkt. Wie jetzt? Gibt keine Kühe mehr? Scheiße. Keine Kühe. Das Warten war umsonst. Autsch. Das Warten war einfach mal umsonst. Nicht mal eine Kuh? Oh, come on. Oh. Toll. Echt großartig. Ach, Mann, jetzt muss ich die Zeit zurückspulen und... Um an die blöde Milch zu kommen, das ist doch nicht wahr. Gut, dann machen wir uns halt auf nach Dings, nach Unruhestadt. Um ein bisschen Geld abzulegen und uns die Sachen da halt wieder zu kaufen. Aber auch soll ich wegen Geld ablegen. Ich weiß nicht, ob wir das in den Flaschen behalten. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig gerade sicher. Aber die Flaschen brauchen wir ja. Beziehungsweise brauchen wir sie nicht. Wir haben da nichts drin, was wir irgendwie brauchen. Aber wir kommen dann ja nicht mehr wieder zu Money Ranch. Verdammt. Verdammt. Du bist mir sowas von scheißegal. Du kannst mich hier stumm bleiben. Ja, ja, Schnauze. Du nervst mich sowieso jedes Mal wieder von vorne. So. Westunruhestadt. Und. Hallo. Was ist los? Rubine einzahlen. Lass mich einen Blick auf dich werfen. Ja, ja, ja. Möchtest du einzahlen? Wunderbar. Nun. 5. 3. Ja. Ernsthaft, das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt so und so viel und du kannst jetzt die Zeit gerne zurückspulen. So. Dann war das so, 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 so. Gut, denn, ja, müssen wir das Ganze gleich noch kurz nochmal machen, naja. So kann man auch seine Parts füllen. Ja, gut. Geht wohl nicht anders, irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Ich mach die Zeit einfach zurück, weil ich Link bin und immer bin und der Held der Prophezeiung bin und der alles darf. Okay, Link. Jetzt müssen wir das schnell schaffen. Der Morgen des ersten Tages ist vielleicht die 72 Stunden. Bestimmt haben damals so viele die Zeit erstmal so ein bisschen gelernt. So. Und nochmal das Ganze rückwärts. Dün, 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 dün. Tja, gut. Ich kriege die Songs also so ein bisschen besser hin als am so auch gegen Ende der Serie. So. So, da. Gut. Dann wollen wir doch nochmal zum Dings, zum Ikan. Moment, mir fehlt was. Ich brauche Geld. Ich brauche ein bisschen Kohle, um uns so ein Fass nochmal zu kaufen. Komm mal her. Wir sind aber fast pleite, das ist aber ein
vielleicht später ein kleines Problem. Wir sind auf 400 gestiegen, oder? Nee, doch nicht. Ich hoffe nicht, dass es so klein. Ja. Das ist nicht das, was ich gerade gespielt habe. Bergsiedlung, da möchte ich hin. Das ist nämlich cool, weil es Schnee liegt. Ich mag Schnee. Schnee ist cool. Ja. Das müsste hier nur mal liegen in Deutschland. Das ist ein bisschen doof. Immer. So, okay. Bergsiedlung. Gut, dann wollen wir doch mal da hinten hin. Hier rüber, über die Schneeberge und da hinten hin. So. Wow. So, darüber. Und dann sind wir gleich auch schon wieder da. Die Gronmaske haben wir ja noch oben. Das ist gut. Ja, heult doch. Die Wölfe sollen mal ein bisschen leiser heulen. Gott, ich hoffe, dass sich die Mumien nicht zurückgesetzt haben. Das wäre echt schlimm. Dann müsste ich das, würde ich das alles so ein bisschen privater machen. Also privat würde ich das dann machen und erledigen. Weil müsst ihr euch nicht antun. Und ich merke gerade, dass uns Pfeile fehlen. Ah, ich hoffe, hier ist was drin. So, Gorundink. Bisschen Geld, okay. Ich will ganz gerne Pfeile haben. Pfeil. Schön. Nein. So. Boing, boing. Gut. Hoch da und da durch. Und rutschi und rutschi und rutschi. So. Hallo. Ja. Dankeschön. Vorsicht, die Kraft, bla bla bla. So, und wieder verwandeln. Und die Ocarina. So, wieder schwingen zur Milchstraße. Kabusch. Ich hab Lippenstift. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich bin ein Gerone und ich muss zertrümmern. Ich bin zwar kein Pokémon, kann es trotzdem machen. Weil ich ein Super-Pokémon bin. Fast wie Gewatz. Nur männlicher. Ich hab einen Pfeil. Den weiß ich zu einsetzen. Und. Bams. Und jetzt hoffe ich doch endlich mal, dass da eine blöde Kuh steht, die wir einsammeln. Wo wir die Milch bekommen können. So, die Häschenohren brauchen wir. Und eine Flasche. Die haben sich zurückgesetzt. Scheiße. Naja. Man kann ja nicht alles haben, nicht? So. Aber wir haben ja noch nichts bekommen. Weil wir. Zum Glück haben wir das hier als erstes machen wollen und nicht die warmen Quellen oben. Da stehen Kühe rum, okay. Euch brauche ich doch.
Ihr habt eine wichtige Aufgabe für mich. Und durch... Ich glaube, das mache ich falsch. Hallo, kann ich irgendwie reden mit dir? Hallo, Epona. Hey, wer bist du? Ich bin Romani, ich trage denselben Namen wie diese Wench. Und wie heißt du? Link. Link? Das ist ein hübscher Name, aber... Wie wär's mit Grashüpfer? Ich werde dich so gerne nennen. Du trägst grüne Radde und trippelst gerne herum. Der ist Grashüpfer sehr passend. Ich war gerade beim Üben für heute Nacht. Sie kommen heute wieder. Ja, ja, die Aliens, die Aliens. Ja, ja. Ich hab das schon gemacht. Ja. Sie empfinden die Kühe. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Romani. Lass mich doch einfach. Ich muss mit deiner Schwester wahrscheinlich reden. Ich weiß nicht, das. Ja, ich will nur euer Geld, ich will nur eure Milch haben. Nein. Oh, na gut, aber ich werde heute Nacht trotzdem um 2 Uhr hier sein. Ich werde an der Scheune warten. Oh, danke. Dummes kleines Mädchen. Ich will doch nur eure Milch haben. Sag nicht, ich muss das machen. Nochmal. Wow, kurzer Ruckler. Hallo? 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 Hallo, 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 hallo. Bist du hier? Wo ist die blöde Kuh? Blöde Kuh! Bist du auf der Toilette festgesteckt, die nicht existiert? Hallo, 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 hallo. Ich will was kaufen. Ich bin der kleine Link. Ich will was kaufen. Konnte man nicht einfach sowas abzapfen oder sowas? Oh, entschuldigt, wenn ihr kurz mal im Standbild habt. Muss ich was nachprüfen. Ruin von Ikana. Ein Fisch, heißes Wasser oder ähnliches. Immer wenn du einen Wünsche erfüllst, öffnen sie für Platz im Moment zumindest Feuerfall, 4 Fackeln und Dohwunder, der Träusche, hier findest du ein Spiegelschild. Du mit Feuerfallen, die 4 Fackeln und. Wechsel mit dem Spiegelschild jetzt immer noch. Ja. Bla bla bla. Ich würde ganz gern Milch haben, aber Zelda-Lösungen. Lösungen für Zelda. Masken, Feen, Herzteile, unsere Stadtwaffen, Herzteile, Flaschen. Endboss sind fürs Vergessens. Flaschen. So, die, okay, das will ich ja nicht. Das möchte ich ja nicht. Schade, hier steht gar nichts für Flaschen. Dann müssen wir wohl irgendwie anders an Milch rankommen. Ich finde hier. Moment, die Leiter habe ich das mal nicht gesehen. Wo führt mich die Leiter hin?
Führe mich aufs Dach und was macht, bringt mir das? Nichts, nichts. Bisschen schade, aber okay. Aber okay. Kann ich mit leben. Ich hätte trotzdem ganz gern. Bisschen Geld, okay. Irgendwas, was mir auf meiner Reise weiterhilft. Zum Beispiel Milch. Milch wäre ganz geil. Ich kann damit Dings einfangen, aber... Ist die da hinten bei der Hunde-Dings? Wahrscheinlich macht sie das Hunderennen. Vielleicht gucken wir uns das Hunderennen mal an. Okay, hier können wir rein. Dann ist sie wahrscheinlich dort. Hunderennbahn. Was willst du hier? Dies ist ein Mamamoo Jans Hunderennbahn. Lies doch das Schild. Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen, der mindestens ein Tritt? Okay. Zuerst musst du dir ein Hütchen aussuchen, von dem du glaubst, das ist das Schnellste. Bring es zu mir. Da hinten ist ein super blaues. Ich will das blaue haben. Ich will das blaue haben. Meins. Die anderen sehen alle gleich aus. Ich will das hier haben. Willst du dieses? Erreiche dein Hündchen den ersten Platz, erhältst du den dreifachen Wetteinsatz für den zweiten Platz, das Wetteinsatz verdoppelt. Du bekommst zumindest einen Einsatz zurück. Alle anderen Platzierungen haben zur Folge, dass du deinen gesamten Wetteinsatz verlierst. 10. Ja. Ich traue auf dich, Hund, aber so viel nicht. Ich habe auch nicht mehr. Mein Hund ist der Beste. Er ist super, super schnell. Ich meine, er ist so blau wie Sonic. Der ist mega, mega schnell. Der blöde weiße Hund da ist schneller. Aber ich stelle ihm gleich das Bein. Dann pinkel ich auf... Ey! Ey! Das sah gerade so gut aus. Die verkackten weißen Hunde. Warum sind die blöden Dinger, tölen blöden Dinger viel, viel schneller? Kriege ich mein Geld zurück, dann mache ich das nochmal. Oh, das war knapp. Zumindest bekommst du deinen Wetteinsatz zurück. Ja. Ich möchte nochmal. Diesmal nehme ich wieder meinen blauen. Ich mag runter. Der blaue wird irgendwann gewinnen. Ich sag's euch, das ist der Superhund. Das ist Sonic. Deswegen ist er auch blau. Ich möchte mal den haben. Oder ist das immer gleich? Guck mal, er ist schon ganz aggressiv. Und ja. Dann machen wir das noch einmal und dann ist es bald zu Ende. Ich guck mal, wie ich an die Milch komme. Da. Mein Hund ist viel schneller. Er ist Super Sonic, aber leider nicht gelb. Oh, ich würde den gelben ganz gern haben. Der gelbe wäre cool, wenn ich kein Geld wieder bekomme, dann nehme ich den gelben. Das wäre super, super geil. Ich möchte doch nur einmal gewinnen. Mein blauer Hund ist stellt ein Bein. Den blauer. Blauer Hundi. Er ist nicht so schnell. Leider nicht ganz schnell. Er hat voll verloren. Ich krieg mein Geld nicht zurück. Der blöde Hund ist nicht schnell genug.
Jetzt muss ich ihn töten. Das war eine schlechte Wahl. Solange du nicht weißt, wie sich die Hündchen fühlen, kannst du dich niemals erwarten. Nein. Oh, tatsächlich? Ich muss den Hund killen. Wo ist der? Da hinten. Blöde Wichser-Töle. So. Aber mit diesen Worten verkleidet sich Link als Vase und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Maske. Bis dann. Ciao.